Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen zur Tagesenergie für, ich muss nachschauen, den Sonntag, den 24.11.2024. Oh, in einem Monat ist Weihnachten. In einem Monat ist Weihnachten. Dabei fällt mir ein, Black Week, ihr Lieben. Ich beteilige mich auch an diesen Black Week-Wochen. Ist jetzt doppelt gemoppelt, ich weiß. Und vielleicht wollt ihr ja einen Gutschein für jemanden als Weihnachtsgeschenk schenken. Also ich habe keine Termine in diesem Jahr mehr frei für private Legungen. Das tut mir total leid, aber ja, ab 10. Januar oder ab Mitte Januar beginne ich wieder. Aber 10% auf alles, egal was ihr bucht, auch die Seelenerlösung, die als Paket 330 Euro kostet mit allen drei Elementen. Und da könnt ihr 33 Euro sparen. Überlegt euch das mal. Das ist richtig viel Geld, ihr Lieben. Im neuen Jahr muss ich die Preise etwas anpassen. Aber das ist ja überall so und das ist auch bei mir nicht anders. Ich muss ja auch mehr zahlen. Also insofern, überlegt euch das. Black Week, 10% auf alles. Ich mache jetzt hier ordentlich Werbung für mich. Schaut mal in die Infobox, dort findet ihr alle meine Kartenlegungen mit den Preisen. Ich biete aber auch noch mehr an, auch auf meiner Seite flowinglife.de. Findet ihr mein Angebot, schaut mal rein und da könnt ihr einfach variieren, das Gespräch mit den Engeln für 30 Minuten oder eben für eine Stunde. Ihr könnt bei der Seelenerlösung mit gesundheitlichem Zusatz oder ohne gesundheitlichen Zusatz buchen. In jedem Fall rate ich euch das ganze Paket, weil der Austausch der Seelenanteile ist nur zu machen, wenn ich vorher die Seele erlöst habe. Das heißt also, wenn ihr jetzt die Seelenerlösung macht und sagt, das ist mit so viel Geld. Ich mache den Austausch der Seelenanteile in 3 Monaten. Nee, Leute, das funktioniert nicht. Da muss ich auch die Seelenerlösung nochmal machen, weil ich euch rein brauche. Ich brauche euch gereinigt und ohne Fremdenergien. Und genau das passiert nur, wenn ich die Seele erlöse. Ich befreie euch von all dem ganzen alten Mist, den ihr mit euch rumschleppt. Egal, ob aus der Ahnenreihe, ob aus früheren Leben oder auch aus eurem Leben, was ihr in diesem Leben erlebt habt. Ich kann euch nicht von der Vergangenheit trennen, aber ich kann euch trennen von dem Gefühl, das ihr zu der Vergangenheit habt. Und das kann euch ein neues Leben bescheren. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Sonntag, den 24. Genau, es war der Beginn, 24.11. In einem Monat ist Weihnachten gelegen. Wir schauen mal drunter. Die Karte ist direkt rausgefallen. Wir haben hier von Verena Klinder die Tarotkarten für Einsteiger. Und wie ausgefallen sind die 9 der Stäbe. Das ist die Belastung, das ist das Burnout. Ich weiß, ich soll nicht eine Krankheit mit den Karten in Verbindung bringen, aber ihr Lieben, wenn ich sage, das ist die Karte des Burnouts, weiß jeder, was gemeint ist. Das heißt also, ich muss da nicht nochmal groß erklären, was ich damit meine, sondern wenn ich sage, das ist die Karte des Burnouts, weißt du, was ich sagen will. Und aus dieser Karte, aus diesem Stapel der Stäbe, wird ein Stab nach dem anderen rausgenommen, löst sich auf. Diese Belastung, die mit der Karte in Verbindung gebracht wird, löst sich auf, eine nach dem anderen. Wenn sie dann noch in Schieflage liegt, so wie sie rausgefallen ist, ist das wirklich dieses. Ah, okay, ich soll sie auch da liegen lassen. Sie ist heute der Kern unserer Legung. Bewegung. Es kommt Bewegung in die Belastung. Und jetzt schauen wir mal rein. Was dürfen wir denn wissen? Wir haben den Pagen der Münzen, wir haben die 6 der Kelche und wir haben den Mond. Hier haben wir die 5 der Kelche, wir haben die 10 der Schwerter, den Pagen der Kelche, die 8 der Stäbe und die 7 der Stäbe. Unten drunter ist der Hierophant. Der Hierophant mit dem Schlüssel. Der Hierophant ist eine von 3 Schutzkarten, ihr Lieben. Na, die will ich liegen lassen. Ich will sie da. Nee, ich habe sie ja eben auch schon in den Händen gehalten. Deswegen kann ich das ruhig so machen. Okay, und dann schauen wir mal, was uns die geistige Welt denn heute mitteilen möchte. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass im Kern des Herzens Bewegung reinkommt.
aus der Vergangenheit. Und das ist eine Karte, die hat uns jetzt in dieser Woche, ist die immer mal wieder aufgetaucht. Ihr wisst, ich lese die Bilder. Mal sind es die Bilder, mal ist es die klassische Darstellung. Ich komme immer mal wieder, ich wechsle. Aber was mir bei den Sechs der Kelchen auffällt, das ist die Karte der Vergangenheit. Und hier ist es wirklich so, auch hier wieder, diese Hand hält den einen Kelch fest. Und es ist so, dass das Fundament der Vergangenheit, das Gefühl, was du zu der Vergangenheit hattest, das Fundament, das bleibt stehen. Alles andere purzelt gerade ineinander und weg. Das heißt, also ich will euch ein Beispiel nehmen. Es gibt da eine Person, zu der habt ihr genau dieses Gefühl gehabt. Und dann hat er euch aber furchtbar enttäuscht. Und dann bist du gegangen oder er ist gegangen. Und das muss nicht romantisch sein, ihr Lieben. Das kann auch arbeitstechnisch oder in der Familie sein. Dann ist einer von euch gegangen und hat immer dieses Gefühl des Schmerzens in sich getragen. Und das war das Fundament, das ist, nein, auf diesem Fundament hat die Vergangenheit aufgebaut. Und ich sehe hier noch die Kelche, wie sie stehen, feststehen in der Pyramide nach oben. So, und jetzt kommt hier jemand aus der Vergangenheit wieder, der Page der Kelche, und erzählt dir, das war gar nicht so, wie du das damals gedacht hast. Und dann purzelt hier alles zusammen. Es stürzt die Vergangenheit ein, aber das erste Gefühl, was du dazu hattest, das bleibt bestehen. Und das ist auch das, was dir hier gereicht wird von der geistigen Welt. Das ist das Ass der Kelche. Und aus dieser Situation heraus, und die Neun der Stäbe, das ist eben diese Situation, dass du gedacht hast, dass dieses Gefühl der Enttäuschung da war, dieses Gefühl des Schmerzens da war. Und weil es jetzt hier klargestellt wird, weil es ein Missverständnis ist, das sich auflöst und dein Teil der Vergangenheit, der eben, den du so lange, der dich so lange begleitet hat, der jetzt hier zusammenbricht, der ist auch dafür verantwortlich, dass aus den neun der Stäben ein Stab nach dem anderen rausgeholt wird und dieses Burnout, diese Belastung, diese schlechten Gefühle, die man mit der Vergangenheit in Verbindung gebracht hat, einer nach dem anderen sich auflöst. Und es ist eine schnelle Kommunikation. Wenn ihr setzt euch zusammen und du hast dein Bild aus der Vergangenheit. So, und dazu gehört eben auch, dass das eine passiert ist und das andere und darauf hat das andere und dann hat er das gemacht und du hast es gar nicht verstanden, aber du hattest ja das Bild dieser drei vorherigen und jetzt sagt er, nee, der Kern war anders, der Ursprung war anders. Und somit ist alles, was darauf folgte, ja auch anders zu betrachten. Und das passiert hier ganz schnell. Weil eben dadurch, dass das Erste eine Klarstellung ist und die anderen wie Dominosteine einfach nur nachziehen, ist das diese schnelle Kommunikation im Jetzt. Im Jetzt, die auf der Vergangenheit praktisch fußt. Jetzt gehen wir mal in die Vergangenheit. Wir haben den Pagen der Münzen und wir haben den Pagen der Kelche. Der Page ist der Bube ist diese junge Energie und das kann ein 80-Jähriger, 90-Jähriger sein, der hier kommt, der aber mit einer jungen Energie kommt, der hier mit der Klarstellung diesen einen Kelch behält. Und das ist dieser neue Gedanke, das ist dieser neue Ansatz in eurer Verbindung. Und somit sind wir hier bei den fünf der Kelchen. Eure Verbindung war erst hier getrennt. Und sie kommt jetzt immer näher zusammen. Und es ist so, dass deine Sichtweise der Vergangenheit alt ist, veraltet ist und falsch war. Beziehungsweise sie hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist. Sie war wichtig und das sollt euch auch ganz sicher sein. Alles, was passiert im Leben, muss passieren, weil du bist doch jetzt heute die oder derjenige, der über die Vergangenheit genauso gedacht hat.
Wenn es damals anders gewesen wäre, wärt ihr vielleicht zusammengeblieben und dann hättest du dich nie so entfalten können, so frei entfalten können, wie du es gemacht hast. Insofern war dieses Missverständnis, was immer das war, wichtig für dich. Und jetzt kommt aber, und zwar sind wir hier in der Vergangenheit. Das ist nicht diese tiefe Vergangenheit. Das hier ist der letzte Schritt. Und da kam jetzt jemand, der Page, also der Mensch aus der Vergangenheit und hat das klargestellt. Und somit verändert sich dein Gefühl dazu. Und somit verändert sich deine Sicherheit dazu. Das ist dieses neue Gefühl, was ich denke, was ich sagte. Das ist mit diesem Pagen gemeint. Der Page, der hier als junger Mensch kommt, als junger Mensch, der hier die Chance gibt, etwas neu zu fühlen, neu zu gestalten, neu in die Sicherheit zu bringen. Und somit kommen die Kelche näher zusammen. Und es ist wundervoll, wirklich wundervoll, wie die Karten hier miteinander spielen und wirklich die Geschichte auch erzählen. Aus diesem neuen Gefühl heraus, aus dieser neuen Sicherheit heraus, kommt jetzt die Verschmelzung zu diesem einen Kelch. Und das ist der, der aus der Vergangenheit übrig bleibt, ihr Lieben. Und mit dieser Energie schauen wir jetzt in den nächsten Schritt. Und wir haben hier im nächsten Schritt den Mond, die 10 der Schwerter und wir haben die 7 der Stäbe. Der Mond ist der Wandel, dass hier wirklich jetzt aus diesen zwei, die so verschieden aussahen in der Vergangenheit nach außen, jetzt die doch diesen Wandel zustande bringen, dass hier Sonne und Mond, weibliche und männliche Energie zusammenkommen. Zwei, die so unterschiedlich sind, so unterschiedlich auch in der Vergangenheit hier immer wieder in der Wahrnehmung waren. Wir sind hier in der Wahrnehmung. Und das wird jetzt ein Ende geben. Die 10 der Schwerter ist das herbeigeführte Ende. Herbeigeführt, weil das hier passiert, weil hier Gespräche stattfinden, weil hier eine Klarstellung stattfindet, weil die Belastung sich bewegt, ihr Lieben, sie bewegt sich ja. Und wir haben hier mit den 7 der Stäben 7 Sterne, die sich hier zeigen. 7 Stäbe, die, wie soll ich sagen, die ins Wachstum gehen, die 7-mal die Klarheit hier bringen. Jeder Stab hat einen grünen Zweig oder zwei, drei grüne Zweige sogar. Wachstum aus einem Kern heraus, aus einem Inneren, aus einem heraus. Das heißt also, aus dieser Klarstellung, die hier stattfindet, kommen hier 7 Möglichkeiten. Es bieten sich 7 Sterne. Weil etwas, diese Belastung, dieses Burnout, und ich sage es nochmal, jetzt aktiv in die Beendigung geht. Dass hier die beiden erkennen, wie verschieden sie auch sind, dass sie trotzdem zusammengehören. Und jetzt kommen wir hier zu dem Hierophant, weil hier kommen nämlich jetzt diese beiden, die haben jeweils einen Schlüssel und die tun sich jetzt zusammen und das geschützt von oben. Ihr Lieben, das liest schon Schattenrenoir aus dem Angelina Schulze Verlag. Der Leuchtturm, die Dame, das Haus, der Schwangerschaftsbauch, wir haben das Schiff, die Gespräche, die Engelsflügel. Und die Sterne. Und hier unten drunter ist das Herz, was gereicht wird. Dieses Herz wird gereicht auf beiden Händen. Das heißt, hier holt jemand sein Herz aus seinem Inneren und reicht es dir und sagt, ich schenke dir meine Liebe. Das, was hier passiert im Kern, dass diese Belastung hier wirklich jetzt eine nach dem anderen ausgenommen wird, das geht erstmal rauf und runter. Das bringt dich erstmal oder eure Geschichte hier in das absolut tosende Gewässer.
Das Schiff ist bei mir das Past-Life-Schiff. Und meine Geschichte da, ich erzähle eine Geschichte von zwei Personen, die auf diesem Schiff hier unterwegs sind, die hier jetzt wieder zusammenkommen, weil der Leuchtturm das Licht zeigt. Dieser Page der Münzen, der in seinem Inneren genau die Wahrheit der Geschichte kennt und dich vielleicht jetzt irgendwo gesehen hat und jetzt sagt, okay. Jetzt müssen wir das mal klarstellen. Und dann geht er diesem Licht nach, dem Licht, das von der geistigen Welt gezeigt wird. Und es ist ein Licht, das hier ganz weit, hier wie der Komet, das ganz weit zu sehen ist. Der Turm steht für die Trennung. Und hier heißt es wirklich, dieses Licht, dieser Leuchtturm zeigt an, komm zu mir, ich bin hier, ich zeige dir, wo ich bin, aber du musst den ersten Schritt machen. Und dann kommt dieser Page hier mit dem Wissen, mit der Weisheit, die er in sich trägt, zu dir. Und wir haben zu dir nach Hause. Wir haben dann den Pagen der Kelche und wir haben, also das ist eine und dieselbe Person, ihr Lieben, und dich hier in deinem Inneren, in deinem Wohnzimmer, in deinem Zuhause, weil dein Zuhause ist der Leuchtturm. Dein Zuhause ist aber auch dieser Wohlfühlort, dieser Rückzugsort, wo du dich zurückgezogen hast. Und dir wird jetzt hier diese Blume gereicht, diese Blume, die sagt, lass uns reden. Und dann kommt es hier in den Neuanfang und es hat schon begonnen, ihr Lieben. Dieses Kind ist schon in dem Bauch, 9 Monate und jetzt kommt es zur Geburt. Das Kind ist hier nicht gefallen, aber es ist gestern gefallen mit den ersten Schritten. Und wir haben hier ganz klar, dass die Geburt schon, also die klopft schon. Diese 9 Monate sind vorbei, sodass es jetzt hier durch die schnelle Kommunikation mal ordentlich durchgeschüttelt werden kann. Und jetzt gehen wir auch direkt vom Jetzt in den nächsten Schritt, weil die Fische, die kommen hier aus dieser schnellen Kommunikation in diese Ernte, in diese Fruchtbarkeit, in diese Sternen, wie soll ich das sagen? Fehlen mir gerade die Worte, ich komme gleich drauf. In jedem Fall kommt hier der Komet. Die Sterne sind die höchste Schutzkarte. Und der Komet zeigt das Licht im Unterbewusstsein. Und es geht nahtlos, es schwimmt praktisch. Die Fische sind gerade dabei zu schwimmen vom Jetzt in den nächsten Schritt schon. Und dann gibt es hier diese Gespräche und wir haben hier mit Schwarz und Weißer Hund zwei unterschiedliche Dinge und wir haben hier mit Rute und Besen zwei vollkommen unterschiedliche Dinge, die aber dennoch zusammengehören. Und auf der Karte der Roten gehören sie zusammen. Es wird zuerst wehtun, Leute. Zuerst wird es wehtun, dann wird es diesen Aha-Effekt geben und dann wird hier ausgekehrt. Dann wird diese Vergangenheit, diese Kelche, die umgefallen sind, die auf der Erde liegen, werden ausgekehrt. Und die Engel, die helfen euch hier mit den Engelsflügen, sie schicken euch diese Energie, dass jetzt diese Kraft kommt in euch, dieses tosende Gewässer zu beenden. Und zu sagen, wir gehen jetzt hier aktiv, geschützt und voll mit offenem Auge und mit ganz viel Licht in diese Ernte, in diese 7 Stäbe, die aus einem Kern herauskommen und sich verteilen. Und schaut mal hier, die Fische. Die Fische stehen für die tiefen Gefühle, das ins Fließen zu kommen, aber auch für das Geld, für die Fülle. Für die tiefen Gefühle, für die tiefe Fülle, die hier jetzt sich zeigt und fruchtbar, das war das Wort, was ich gesucht habe, in die Fruchtbarkeit bringt, aus einem Kern heraus. Habt einen ganz, ganz zauberhaften Sonntag und denkt daran, in 4 Wochen ist Weihnachten. Denkt an meine Black Week Aktion. Vielleicht möchte jemanden glücklich machen und einen Gutschein kaufen. Macht's gut, ihr Lieben. Ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ciao.